Ja, komm, Timo. Und da kommt der Yusuf Poulsen. Wir sind jetzt zurück hier an der Konsole mit dem Rematch gegen Yusi. Mal gucken, ob ich meine Niederlage vom Platz wieder gut machen kann. Mal gucken. Ich glaube, du hast eine größere Chance hier als, als draußen auf jeden Fall. Das ist auch irgendwie traurig. So, wir machen das hier. Du nimmst natürlich. Ist klar. Ja, und dass Eintracht hier besser bewertet ist, ist auch vollkommen rechtfertigt. Ja. So, Bestrafung. Bestrafung. Also Bestrafung. 15 Liegestütze, das fand ich ein gutes. Ja, auch 15 Liegestütze. Machen wir. Alles klar. Dein Lieblingsverein war ja früher der FC Barcelona. Ist es der Kindheitstraum, da vielleicht irgendwann mal zu spielen? Also ich glaube, ich bin kein Barcelona-Spieler, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja klar, also gegen Barcelona. Aber was ist denn das? Schiri, gut gemacht. Also Barcelona ist nicht dein Spielstil, glaubst du? Glaub nicht. Ich glaube nicht. Aber vielleicht stellen die ihn ja auch um. Kann ja sein. Du warst ja mal in einer WG mit Joshua Kimmich. Genau. Hat man noch viel Kontakt jetzt? Ja, wir sprechen schon öfters mal zusammen. Und ja, also wir haben immer noch sehr, sehr viel Kontakt eigentlich. Ah, Sabi. Kann man schon. Erste Chance. Ja, kann man, muss man jetzt auch nicht. Muss man nicht. Ja, muss man nicht machen. Abwehrverhalten hier. Wow, und da kommt der Timo. Timo. Na, denkt er hat eine Chance in mein Abwehrbollwerk. Du spielst ja schon seit 4 Jahren. Nimmst du die Anfeindung bei Auswärtsspielen noch wahr oder ist es so zum Alltag geworden? Oder? Ja, also das ist auch nicht so viel, wie die Leute glauben. Also Okay. Klar, keine Auswärtsmannschaft wird begrüßt mit Applaus. Also, aber es wird ja keiner. Also. Ja, genau. Also das ist nicht unbedingt so viel mehr bei uns als bei anderen. Das ist vielleicht einfach häufiger. Also das. Ja. Die Leute anerkennen halt einfach, dass wir guten Fußball spielen. Und das geht es eigentlich. Okay. Ja, komm, Timo. Und da kommt der Yusuf Poulsen! Ja, aber du bist Kopfballstark, ne? Ja, genau, man muss mich nur treffen, Timo. Ach, nee, das ist nicht. Nein. Boah, und da ist er! Das ist ein super Ding. Das hat Timo selber mit sich nicht geschafft. Der hat halt einen guten Phase im Moment. Und dann macht er solche Dinge auch rein. Und wieder assist Yusuf Poulsen. Schön gemacht. Guck mal, die Abwehr kräht sich übereinander. Was vermisst du so aus Dänemark? Ich vermisse Kopenhagen. Also das ist einer der schönsten Städte der Welt. Und einfach da zu sein mit meiner Familie, klar, alle meine Familie und meine Freunde wohnen auch dort. Und das vermisst man schon mal. Aber Leipzig ist auch schon. Ist auch schon mein zweites Heimat geworden. Okay. Wie ist so der Kontakt noch nach Tansania? Ist er noch ein oder? Ja, es gibt noch einen. Klar, meine ganze Familie auf meiner Vaters Seite, die wohnen immer noch dort. Mhm. Wir werden die auch hier im Sommer besuchen. Und da. Oh, du bist ein großer Fan von Jogginghosen. Ja, bin ich. Trägst du nur Jogginghosen oder auch mal was anderes? Sehr, sehr selten nehme ich ein paar Jeans an, aber das ist sehr, sehr selten. Was machst du dann in der Champions League auch? Ja, das hängt ja auch, was wir für Anzugsklamotten dagegen. Also. Du kannst auch einen Anzug anziehen mit Jogginghosen, das geht auch. Das stimmt. Das stimmt, habe ich schon auch öfters gemacht. Also. Ja. Aber dann ist es wieder so, dass dann alle sagen, oh, der hat Style. Ja, aber ja. manche sagen immer so, warum trägst du immer die Jogginghose und nicht irgendwas Feineres, aber... Dann sagst du halt, das ist bequem, ne? Genau. Und um das geht es eigentlich. Also, das ist mir nicht wichtig, ob das der richtige Magel oder sonst was ist. Nein, was macht der denn da? Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, ist nein. Pausen da! Jubel sehen. Ich guck mal, was ich denn dafür fragen habe. Mit Leidenschaft und Entschlossenheit geht er da rein. Jetzt kommt ein guter Übergang. Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach? ich war
Ich war eigentlich ein Mathematiker. Also ich habe Mathe eigentlich sehr gut gemögt. Also ich, und warum bist du dann Fußball geworden? Ja, weil es mir Spaß gemacht hat. Also. Was ist dein Lieblingsverein in Dänemark? Lieblingsverein, das muss mein alter Verein Lyngby sein. Ganz klar. Die sind jetzt auch Lyngby. BK heißt es. Mein alter Verein. Komm, 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 komm. Zack! Meier! Fußball! Nein! Hab ich schon drin gesehen. Hätte ich auch. Das ist. Was? Grätschen darf man auch, oder? Ja, ja. Da hast du Grätschen. Oh. Was? Der Chandler. Na. Aber Radetzky ist eine Spinne im Tor. Ja, okay. Spinnchen! Spinne! Oh, das ist Latte, aber komm. Nach. Nach Jus. Ich hab gedacht, der ist eiskalt. Tja, da wollte der Timo dir das Tor auf jeden Fall nicht vergönnen. Dann bleib so, wie es ist. Jusuf Paulsen, Assist-Maker und Timo Werner, Torschütze. Mein Gott, das ist Horror. Guck, ich habe gesagt, der ist gut beim Kopf. Ja. Da war auch der Gegenspieler noch, der Chandler. Chandler hat wieder umgrätscht. Super. So, vielen Dank. Vielen Dank für diese Niederlage wieder mal. Okay. 1. 15. So, danke. Für euch jetzt abonniert Kickbox in YouTube und die Kickbox in Instagram und natürlich auch deinen Instagram-Kanal. Yusuf Paulsen.